Wir sind jetzt hier gerade noch in unserem Hotel. Wir sind jetzt gerade am Packen und am Aufräumen, weil wir jetzt umziehen. Wir müssen in 20 Minuten müssen wir auschecken und dann geht's ins nächste Hotel, weil manche gefragt haben, das ist hier unser Hotel, hier ist hier Aussicht, hier haben wir noch einen kleinen Balkon. Und hier ist das Bad mit Behindertentoilette, perfekt für uns zwei. Nichts Besonderes. Hier noch zwei Betten. Da ist Leon, sag mal hallo. Was hat das jetzt gekostet für 3 Nächte? Ich glaube 120 Euro, 140 Euro oder so. Jetzt ziehen wir um in eine Ferienwohnung und gucken mal, wie das wird. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal hier unseren ganzen Scheiß noch fertig packen. Aber kriegen wir hin. So, wir haben jetzt fertig gepackt. Wir haben jetzt kurz nach 12. Da ist mein Rucksack, da ist Leons Rucksack. Die 2 North Face Taschen haben wir uns noch gekauft. Da passt auch noch mal ein bisschen was rein. Der Trolley ist auch voll. Hier haben wir noch mal jeweils unsere Wechselschuhe mit dabei. Und dann checken wir jetzt mal aus mit unserem ganzen Kram und fahren ins nächste Hotel. Wir gucken jetzt wieder hier nach einem Fahrer, der uns zu unserem nächsten Hotel fährt. Ich hoffe, wir finden da diesmal schneller jemand. Aber irgendwie kommen wir wieder an. Wir haben es jetzt geschafft, hier wieder einen Taxifahrer zu finden. Der fährt uns jetzt ins nächste Hotel. Wir brauchen eine Viertelstunde ungefähr. Und der gute Mann bringt uns dahin. Er hat das hier im Griff. So, wir stehen jetzt hier. Wir sind angekommen. Da geht's rein. Das Problem ist nur, dass wir, das sind so Ferienwohnungen, die die Thailänder selbst vermieten. Also es ist kein richtiges Hotel. Und der Typ, der dem unser Apartment gehört, der hat irgendwie erst um 9 Uhr Zeit. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir mit unseren Sachen machen. Und hoffen, dass wir die irgendwo abgeben können und dann erstmal was essen gehen können. Also wir müssen jetzt echt noch warten bis 9 Uhr heute Abend. Und wir haben jetzt gerade mal 12, bis der Typ da kommt, dass wir endlich reingehen können. Jetzt müssen wir mal gucken. Das Problem ist, wir können unsere Sachen auch nicht da drin abgeben. Also sind wir jetzt hier irgendwie gefangen. Ich hoffe, die greift mich nicht an. Aber es scheint ein, oh, die ist glaube ich schwanger. Scheint ein liebes Kätzchen zu sein. Hier sieht es aber auf jeden Fall sehr schön aus. Hier ist so ein kleiner Park mit einem Kätzchen. So, das ist jetzt hier tatsächlich ein bisschen kacke. Ich habe die Nachricht von dem Typ nämlich nicht gesehen, dass wir erst um 9 Uhr rein können. Ja, jetzt gehe ich mal los und gucke mal, wo ich was zu essen herbekomme. Dann müssen wir jetzt irgendwie warten bis heute Abend, bis der Typ uns endlich mal die Schlüssel gibt und wir da rein können. Er ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Vielleicht kriegen wir es noch irgendwie hin, unsere Sachen irgendwo anders abzulegen. Ja, gucken wir mal. Ich war jetzt erfolgreich unterwegs, haben uns hier was Kleines zu essen geholt. Reis mit Chicken. Leon hat hier Reis mit, ich glaube das ist auch Chicken und paniertem Chicken. Dazu gibt es noch irgendeine Suppe, Soße, keine Ahnung. Das Nachtgeschick ist hier super. Wie heißt das? Schokokugis. Dazu gibt es noch Wasser. Und jetzt lassen wir uns das hier erstmal schmecken. Bis 9 Uhr ja, verbringen. Vielleicht kriegen wir es irgendwie noch anders gemanagt. Aber das seht ihr ja dann gleich. Kurzes Update. Wir sitzen wieder mit unserem Gepäck im Taxi. Wir fahren jetzt wieder an unser altes Hotel, fragen, ob wir da unsere Sachen liegen lassen können. Und ja, dann steppen wir noch ein bisschen durch die Gegend. War auf jeden Fall jetzt irgendwie ein bisschen lost. Aber gut, gehört auch dazu. So, wir haben jetzt Glück gehabt und konnten unsere Sachen hier doch noch hinstellen. Die 2 Rucksäcke nehmen wir jetzt mit auf den Rücken und dann gucken wir mal, was wir jetzt noch machen. Wir wollen jetzt nochmal schnell hier einkaufen. Proteinriegel kennen die nicht. Leon braucht unbedingt Proteinriegel, aber gibt's hier nicht. Naja, jetzt gibt's ein Eis. Sehr gespannt und hegen das. Und dazu noch irgend so ein Schokoladenstick. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Leon hat ein Oreo-Eis. Und dann gehen wir jetzt mal ein bisschen in den Park. Wir sind jetzt hier im Lumpini Garden. Haben jetzt hier den ersten Waran gespottet. Da sitzt er. Leon ist sehr beeindruckt. Findet das Tier sehr, sehr faszinierend. Wir gucken mal, was wir hier noch so sehen. Aber da ist schon mal der erste Kollege. Da kommt jetzt einer geschwommen. Mittlerweile haben wir ein paar mehr gesehen. Der kommt jetzt hier gerade genau zu uns geschwommen. Das sieht doch voll cool aus. Faszinierend, oder Leon? Sensationell. Da läuft jetzt auch noch einer rum. Die Leute hier juckt es irgendwie überhaupt nicht. Aber schon sehr coole Tiere. Die haben die Ruhe weg. Der geht jetzt hier ganz entspannt ins Wasser. Hier haben wir
jetzt nochmal zwei Warane, die einen Fisch gefangen haben. Die Raben, die stehen drumherum, die haben auch Bock, was abzubekommen. Aber die Warane lassen sich da gar nichts nehmen. Die Leute gucken hier auch alle zu. Hier ist jetzt richtig was los. Da sitzt einer, da sitzen zwei, da kommt einer. Da wird jetzt richtig gekämpft ums Essen. Aber ich glaube, da ist nichts mehr zu holen. Wir sind jetzt hier irgendwo was essen. Die Frau, die hat hier gar nichts verstanden. Aber wir kriegen jetzt irgendwas gebracht. Das ist der sehr kalte mit kaltem Knall. Genau, hier gibt es den kalten Knall, kalte Knödel. Das ist auf jeden Fall geile Sachen. Wir gucken mal, was ankommt. Und ja, dann schauen wir weiter, ob es schmeckt. Hier gibt es jetzt Reis mit Hähnchen. Richtiges Fitnessessen. Genau richtig für Leon. Und dazu gibt es noch hier wahrscheinlich wieder scharfe Soße. Das gönnen wir uns jetzt erstmal. Für uns gibt es jetzt hier nochmal Nachtisch. Wieder zwei Eischen. Ja, Leon klar. Hat hier ein leckeres Dark Choc Crunchy. Für mich gibt es ein Magnum. Klappt? Nee, irgendwie nicht. Für mich gibt es ein Magnum White Almond. Auch sehr geil. Das lassen wir uns. Lassen wir uns jetzt erstmal schmecken. Wir sind jetzt wieder hier bei unserem alten Hotel angekommen. Haben unsere Sachen jetzt wieder. Alles noch da. Jetzt warten wir gerade wieder auf ein Taxi, das uns wieder zu unserem anderen Apartment fährt. Und dann ist hoffentlich der Kollege da, der uns reinlässt und wir können endlich rein. Hoffentlich klappt das jetzt mal. Wir sitzen jetzt hier immer noch und warten. Leon hat schon die Regenjacke angezogen. Hier ist gerade ein bisschen windig. Ich habe mir hier so einen kleinen Windschutz aufgebaut. Ich hoffe, der Typ kommt jetzt irgendwann mal. Ist irgendwie gerade sehr nervig. Die Leute, die gehen hier die ganze Zeit rein und raus. Und unser Typ ist noch auf dem Weg. Ich muss jetzt mal hier reingeschafft. Wir haben jetzt gerade die Karte bekommen. Jetzt müssen wir hier irgendwie im 41. Floor und dann treffen wir den Typ da oben und gucken mal, was hier so abgeht. Ob das hier was taugt. Gell, Leon? Übel sie. Rein in die Stube. Hier machen wir jetzt mal eine kleine Roomtour von unserer Stube. Fangen wir mal hier an. Hier haben wir eine komplette Küche. Genau, einmal mit Tiefkühlfach und Kühlschrank. Genau, hier alles am Start. Wasserkocher, Herd, wie heißt das nochmal? Mikrowelle. Zwei Bestecke. Genau, hier noch genug Schränke und alles. Unser Essbereich. Dann geht's auch hier schon weiter ins Wohnzimmer. Eine Couch haben wir, einen Fernseher haben wir. Da hinten kommt unser Highlight gleich noch. Vorher geht's hier noch in die gute Stube, hier ins Bett. Genau, ist ein bisschen tiefer gelegt. Ist sehr, 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 sehr tief hier das Bett. Genau, dann geht's hier einmal links rum. Hier sind noch Schränke, Klimaanlage. Und dann geht's hier rein zur Toilette, ins Bad. Genau, hier haben wir noch eine Dusche mit Regendusche. Also sehr, sehr cool hier. Und dann zu unserem Highlight. Genau, gehen wir hier rüber. Wir sind ja im 41. Stock. Genau, wir müssen im 41. sind wir, also schon sehr, sehr hoch. Das ist hier wirklich. Geisteskrank. Genau, unser Highlight, der Wäschetrockner. Richtig gut, genau. Werden wir auf jeden Fall noch viel brauchen. Halt dazu. Genau, die Aussicht, genau. Hier gibt es auch ist dazu. Ist aber eigentlich nichts Spektakuläres. Also schon sehr, sehr hoch hier. Man kann sauweit gucken und es geht auch sauweit runter. Aber das ist schon richtig geil hier. Also wir haben echt eine geile View. Hier geht es dann wieder rein ins Wohnzimmer. Aber ist gerade abgeschlossen. Aber ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Da hinten ist irgendwo dieser ganze See, der hier lang geht. Da ist der Hafen und es geht noch höher. Also das werde ich gleich später auch noch zeigen. Da gehen wir gleich auch mal hin und gucken mal, was da noch so los ist. Aber auf jeden Fall sehr cool hier, der Room, den wir haben. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Hier oben ist nämlich auch noch so ein Outdoor-Theater, also ein Kino quasi. Das muss hier ja richtig geisteskrank sein. Wir sind auf jeden Fall mal gespannt, wo wir jetzt rauskommen. So, wir sind jetzt hier draußen. Das ist hier richtig geisteskrank hoch. Hier ist so eine Aussichtsplattform. Es ist halt leider schon dunkel. Wir zeigen das morgen nochmal. Aber das ist ja richtig geil hier. Und hier oben ist anscheinend auch noch ein Kino irgendwo. Da gucken wir jetzt mal. Wir sind jetzt hier oben. Da ist die Leinwand vom Kino. Man sieht so ein bisschen. Aber wir zeigen das morgen nochmal. Aber hier die Aussicht ist halt geisteskrank. Wir sind hier mit, würde ich sagen, eines der höchsten Gebäude. Hier sieht man es nochmal ein bisschen besser. Sehr, sehr heftig.
Also auf jeden Fall sehr krass hier oben. Wir gehen jetzt nochmal runter, checken nochmal den Pool ab. Hier ist jetzt nochmal so eine Working Area, so ein Working Space hier hinten. Da sitze ich dann und schneide die Videos. Da wird gearbeitet. Und dann gucken wir mal nach dem Pool. Und ja, dann war es das eigentlich für den Tag heute. Wir sind jetzt hier nochmal im Poolbereich. Also sehr krass hier das Ding. Das kostet uns jetzt für eine Woche 200 Euro. Also zu zweit für jeden 100 Euro. Der Pool geht bis ganz da hinten. Hier ist nochmal so ein kleines Becken. Genau, hier geht der Pool nochmal weiter. Auch bis da hinten. Und hier ist die View. Also sehr, sehr krass. Dann geht es hier nochmal hoch. Hier ist auch nochmal so ein beheiztes Becken, so ein beheizter Pool. Leo guckt einfach mal überall rein. So, wo sind wir denn hier jetzt? Jetzt sind wir hier irgendwie auf der anderen Seite. Hier sind wir am Gym. Da laufen die Leute. Da fahren sie Fahrrad. Wir gehen jetzt nochmal auf die Streets, holen uns jetzt noch was zu essen. Holen uns für morgen früh was zum Frühstücken. Wir haben ja jetzt eine geile Küche. Mal gucken, was es jetzt noch zum Abendessen gibt. Und dann war es das schon für den Tag. Hier geht es jetzt nochmal durch das Hochsicherheitstor. Ich bin gespannt, ob Leon es aufkriegt. Ja, er kriegt es auch. Ich habe es vorhin nicht hingekriegt. Regnet wieder ein bisschen. Abends fängt es immer so ein bisschen an zu nieseln. Aber immer noch sau warm. Ich zeige euch das hier nochmal von außen. Da ganz oben waren wir eben. Ganz da oben. OK-Haus heißt das ganze Ding. Wir sind jetzt nochmal einkaufen. Hier gibt es so fertige Eier, aber das sieht irgendwie nicht so appetitlich aus. Geht hier drüben der Schrank auf? Ich weiß es noch nicht. Leon weiß wieder nicht, wie der Schrank aufgeht. War die beste Stelle im letzten Video. Wir haben jetzt nochmal einen kleinen Einkauf gemacht und dann zeige ich euch gleich nochmal, was wir hier Feines geholt hatten. Leon hat auf jeden Fall seine Proteine. Das ist wichtig. Ich zeige euch hier mal diese kleinen Stores. Die sind auf jeden Fall sehr cool. Hier kriegt man nochmal immer ein gutes Eischen. Ja, es sind einfach nur so kleine Lädchen und da kriegt man eigentlich so ziemlich alle Sachen nochmal. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir wieder in unserem Apartment sind. Wir gucken jetzt mal, was wir Gutes gekauft haben. Erstmal eine schöne Flasche Cola Zero. Dann hier noch was für den schnellen Hunger, für jetzt schnell. Hier, Leon wollte irgendein Hot Chili, Korean-Kram. Für mich gibt es Nudeln mit Shrimps, zwei Milch, Protein für morgen früh. Mangos. Oh, Mangostreifen, richtig. Zweimal, sehr für geil. Für unseren ekelhaften Shrimps. Genau, hier nochmal Shrimps. Nochmal Hornflakes. Nochmal Hornflakes. Und jetzt geht's neues Einkauf los. Chips. Ja, ich hatte ein bisschen Lust auf Chips. Warte, du musst noch zeigen, welche. Extra Barbecue, Basilikum. Das hat mich irgendwie angelacht für jetzt schnell, aber ich glaube, es wird sehr ekelhaft sein. Zweimal Coco und Crunch. Zweimal Coco Crunch. Wir machen uns jetzt noch schnell so eine Suppe und dann werden wir auch ziemlich gleich ins Bett gehen. Guten Morgen zu Tag Nummer 4, Tag Nummer 5. Ich weiß schon gar nicht, ich glaube Tag Nummer 5. Wir sind gerade aufgestanden. Das Bett ist auf jeden Fall sehr gewöhnungsbedürftig. Das ist steinhart. Also da geht gar nichts. Hier laden wir unseren ganzen Scheiß oder ich meinen ganzen Technikkram. Da ist er. Guten Morgen. Morning. Wir frühstücken jetzt mal was Kleines hier, unser Müsli von gestern. Dann haben wir mal eine Waschmaschine angemacht, dass unser ganzer Kram, den wir bis jetzt anhatten, mal gewaschen wird. Und hier die Aussicht jetzt mal bei Tag. Ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Da hinten geht dieser Fluss lang. Wir gehen jetzt gleich ins Fitnessstudio. Dann wollen wir mal kurz im Pool und dann gucken wir mal, was wir heute so machen. Wir sind jetzt hier im Fitnessstudio. Mal gucken, was so geht. Kleines, schnelles Training. Und dann noch mal im Pool. Wir sind jetzt fertig mit dem Fitnessstudio. Hier noch mal die Aussicht, wenn man hier rausgeht. Da sieht man die Skyline. Ist auf jeden Fall richtig geil. Hier kann man schön sitzen. Pool ist keiner drin. Wie gesagt, geht noch bis da hinten weiter. Da hinten ist nochmal so ein Whirlpool, ein Beheizter. Hier ist nochmal ein kleines Becken. Wir gehen jetzt kurz hoch, uns umziehen und dann gehen wir eine Runde planschen. Ja, Leon. Planche, planche. Wir sind jetzt ein bisschen geschwommen.
Leon kommt da gerade und gucken mal, was wir heute noch so machen. Aber ich glaube, heute wird ein relativ ruhiger Tag. Gestern waren wir noch im Tattoo-Studio. Das habt ihr gar nicht gesehen. Aber da gehen wir auf jeden Fall am Donnerstag nochmal hin. Das seht ihr dann aber im nächsten Vlog. Da wird es dann wieder ein bisschen mehr Action geben. Vielen Dank nochmal für die ganzen Aufrufe und die positive Resonanz. Hat uns sehr gefreut. Und ich hoffe, ihr habt Spaß, unsere Vlogs zu gucken. Ich probiere alle 2-3 Tage irgendwie einen Teil hochzuladen. Das wäre so mein Ziel. Ich zeige euch jetzt hier das Ganze nochmal ein bisschen. Da ist der Pool. Der geht, wie gesagt, hier so rechts nochmal rum. Da hinten waren wir eben. Hier oben chillt Leon gerade. Das ist nochmal so ein beheizter Pool. Der ist auf jeden Fall gut warm mit Salzwasser. Da geht's raus. Auf jeden Fall ganz schön mit diesen Lampen da. Da geht's hinter und da hinten kommt man dann ins Gym. Und dann gehen wir gleich nochmal ganz hoch. Dann zeige ich euch das ganz oben nochmal. Leon will unbedingt nochmal ein Dröhnchen fliegen. Ja, eine perfekte Startvoraussetzung. Jetzt trifft er noch die letzten Vorbereitungen, dass er starten kann, der Pilot. Und jetzt geht's auch schon los. Ich zeige euch jetzt mal, wie es da hinten weitergeht. Hier sind wir ja heute Nacht schon mal lang gelaufen und das ist hier die Aussicht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Ich zeige euch das hier mal. Und das sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Ich mache mal hier Weitwinkel. Wir sind jetzt hier nochmal was essen. Für mich gibt es hier ein paar Garnelen mit Reis. Dazu noch ein bisschen Schweinebauch, auch nochmal mit Reis. Leon wartet gerade noch auf sein Essen. Ist ein bisschen traurig, aber das kommt auch gleich. Leons Essen ist jetzt auch da. Für ihn gibt es Reis mit Chicken. Dazu gibt es eine Gurke, Limette. Und jetzt lassen wir es uns schmecken. Guten. So, Freunde, ich übernehme jetzt hier mal. Ihr seht den sterbenden Noe. Das war so scharf. Da ist das Essen ein bisschen scharf. Aber er mampft fleißig. Ja, aber mir brennt alles. Ja, und ich warte auf die zweite Portion. Bei mir gibt es Spicy Beef mit Reis. Wir haben jetzt fertig gegessen. Jetzt gehen wir zurück an unser Apartment, gehen nochmal kurz einkaufen. Aber das war's jetzt erstmal mit dem Vlog. Wir freuen uns, wenn ihr abonniert und ein Like da lasst. Und dann hören wir uns im nächsten Vlog wieder. Da geht auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Action. Wir wollen noch eine Bootstour machen. Wir gehen heute Abend wieder feiern. Vielleicht gibt es wieder lustige Clips. Und genau, gehen auch noch in den Tattoo-Laden. Und dann gucken wir mal, wie das wird. Dann hören wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Auf rein. Ciao.